Hallo Leute, da war ja was. Wir spielen mal wieder Returnal und versuchen der Platin-Trophäe ein Stück weit näher zu kommen. Es fehlt nur noch eine Trophäe. Diejenige unter Wasser. In der abyssalen Narbe. Da warten noch zwei Schiffrinnen auf uns und dann haben wir's. Mein Gott, die letzten Tage waren noch ein bisschen knallerheiß. Da habe ich mal überhaupt nicht gespielt. War nur nachts und eher ohne Aufzeichnungsintentionen oder Tendenzen. Wollte mal wieder ein bisschen ein Rennspiel spielen oder sowas. Und entsprechend gab es jetzt ein paar Tage keine Videos. Wer zudem das Ratchet und Clank Video anguckt, Folge 8.2, ne, ach Quatsch, 8.1 wird am Ende sehen, dass sich die Kiste hier aufgehängt hat. Ich weiß nicht, ob wegen der Hitze oder weil es irgendwelche Bugs gab. Es hängt, keine Ahnung, ob es zusammenhängt. Und das hatte sich dann als größeres Problem rausgestellt in der Situation, dass ich die Folge abbrechen musste. Und dann habe ich erstmal nicht weitergespielt. Aber das werde ich auch noch die Tage fortsetzen. Vielleicht sogar heute noch. Mal gucken. Erstmal hier gerade klarkommen oder wieder reinkommen. Returnal ganz schön lang nicht gespielt. Das Gute ist, Ratchet und Clank habe ich steuerungsmäßig so umgestellt, dass es sich genau anfühlt wie Returnal teilweise. Das ist sehr witzig. Das ist ja eigentlich ein sehr anders vermarktetes und aufgemachtes Spiel, aber es fühlt sich dann in seinen Shooter-Elementen haargenauso an. Bis auf so Kleinigkeiten. Ah, schön. Schlau. Nun denn, wir sind auch nicht hier, um groß Freunde zu machen oder sowas, sondern wir wollen vorwärts kommen in die Abyssalnarbe und dabei halt aufgreifen, aufsammeln, was es so zu sammeln gibt. Keinen großen Entwicklungszirkus hier machen, sondern finden, was zu finden ist. Höhlensucher Level 15 haben wir hier direkt als nächste Waffe, als erste vernünftige Waffe nach der Handfeuerwaffe. Wir haben einen Sucherschwarm. Das ist gut, Sucherschwarm 2, geteilter Strahl 2, geteilter Strahl, geteilter Strahl. Neu anvisieren 2 und Zackengeschosse. Yes, damit kommen wir auf jeden Fall erstmal ein Stückchen weiter. Zackengeschosse sind hier das Stichwort, würde ich sagen. Guckt euch das an. Sehr gut. Okay, einmal durch und drauf. So. Jawohl. Ja, das ist schön. Die können alle spawnen, Schritt für Schritt einzeln. Das ist gut, um wieder reinzukommen. Nach einer kurzen Pause hier. Ganz gemütlich. Okay, das war ja. Hä? Wo habe ich denn jetzt die Fehlfunktion her? War da etwa Obolith und ich habe es kaputt gehauen? Okay. Naja. Ein Parasit. Du überlebst einen tödlichen Hieb, löst sich danach von selbst ab und löst beim Ablegen zwei Fehlfunktionen aus. Das möchte ich nicht. Äther möchte ich einsammeln.
Okay, wir haben jetzt eine Fehlfunktion. Schubabklingzeit um 2,5 Sekunden erhöht, ist ätzend. Deswegen sollten wir jetzt schleunigst einen Gegenstand herstellen. Hier schädliches Silphium. Ah, haben wir überstanden. Und noch ein Äther. Perfekt. Dann haben wir hier alles, bis auf die Grüns da oben. Und dort ist noch eine schädliche Truhe, oder? Die ist wie schädlich? Moderat. Perfekt. Er ist nur ein Schadenssauger, aber egal. Schadet uns jedenfalls nicht, das noch mitzuhaben. Nun denn, ja, Returnal. Was aber hier feingelassen ist, Obolit hält länger. Bevorstehende Fehlfunktionen haben gravierendere Auswirkungen. Kann uns egal sein. Das Obolit. Kann uns eigentlich auch egal sein. Auf der anderen Seite ist das viel Obolit. Deswegen nehme ich es jetzt. In Kauf. Altfeuerabklingzeit um 10 Sekunden erhöht, solange wir nicht einen Parasiten sammeln. Wow, wow, wow. Okay. Das ist aber kein großes Problem. Hier zum Beispiel. Das nehmen wir mal mit. Dann haben wir das schon mal beseitigt. Altfeuer ist dann... Und Altfeuer und Schubabklingzeit. Das wäre übel. Wenn wir das dauerhaft hätten. Keine Gegner spawnen, sehr gut. Wir haben ja gleich, bevor wir da in die Abyssalnarbe gehen, noch den Parasiten entfernen. Automaten, Extraktor. Ein Elektropylontreiber mit vergrößerte Kammer 2. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Gute Waffe, schöne Waffe. Ah, niedrige Feuerrate, macht aber nichts. Ah, Mist. Wieder die letzte. Na, egal. Ich jammer nicht. Ein Parasit. Erhöht Reparatureffizienz. Gegner hinterlassen beim Sterben eine Säurepfütze. Nein. So, aber wir können nach oben. Finden wir nämlich einen verschlossenen Behälter. Wir haben ja einen Schlüssel. Gucken, was da drin ist. Ein Schlüsselretter. 25% Chance, einen Schlüssel nach Gebrauch zu behalten. Das ist okay. Das finde ich nicht verkehrt. Gut. Da oben wäre es vielleicht noch gut, das einzusammeln. Obolit. Dann ist da unten noch der Parasit, den wir nicht brauchen. Aber da, auf der Seite unten, ist auch noch eine Truhe. Mit einer Waffe, Handfeuerwaffe, Abprallen 2. Nee, wir machen jetzt die vergrößerte Kammer fertig. Vorher, da ist noch ein... Nee, das ist nicht noch ein Abzweig, sondern im Gegenteil, da ist der Abzweig. Rechts nämlich ging es weiter. Aber der Abzweig ist ja noch interessant. Können die nämlich einen Gegenstand herstellen. Und wenn der gut ist, ist der gut. Ist auch die Fehlfunktion weg mit der Schubabklingzeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall ordentlich Obolit. Wir könnten uns davon auch die Unversehrtheitserweiterung leisten. Das ist ein Ahnenei. An- oder Ablegen von Parasiten repariert Unversehrtheit. Das lassen wir. Also das ist so dringend nötig, haben wir es ja jetzt auch nicht. Entsprechend führen wir die Fehlfunktion einfach noch ein bisschen mit uns. Füllen sie aus. Den schick essen. So. Seht ihr nämlich, das klappt. Wenn wir keinen dummen Fehler machen. Halt. Ja, da wäre jetzt natürlich der Schlüssel gut gewesen, den wir gerade eben verwendet haben. Aber naja,
Die gigantischen Upgrades warten dahinter ja auch nicht unbedingt. Hinter dieser Tür, sondern es ist dann höchstens ein Fabrikator oder so. Und dann sind wir auch schon an der Stelle angekommen, wo wir hin wollten. Denn können wir zum einen Gegenstand herstellen. Bisschen Zeugs noch einsammeln. Und dieser Gegenstand wird wahrscheinlich sein, die Unversehrtheitserweiterung. Hub-Explosion ist nicht verkehrt. Adrenalin-Egel. Repariert Unversehrtheit um 2%. Oh. Warte mal, der hatte doch sonst immer 5%. Boah, haben die das genervt? Ah, schade. Das ist schade. Das war nämlich immer ultra cool und ultra wichtig. Ja, dann ist sie in dieses Artefakt jedenfalls nicht mehr so relevant. So, Fehlfunktion beseitigt. Wir haben jetzt eh nicht genug Knete für noch was. Also kann es uns erstmal jetzt sowieso egal sein. Wir könnten natürlich schon wieder hier 100 Obolit für 10 Äther eintauschen. Dann hätten wir 244. Ich mach das mal schon mal jetzt. Finde nicht, dass... Nee. Müssen wir hier nicht einsetzen für eine Fiole, sondern eher gleich investieren in noch ein eine Anzugerweiterung Unversehrtheit. So. Ach Mensch. Bußhafter Dreckstich. Verursacht bei niedriger Unversehrtheit automatisch Reparaturen, erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktionen. Können wir mitnehmen und oben gleich zu Kohle machen. Das ist ja völlig... Ist ja gar nicht weit weg. Da oben ist das Geschütz. Da ist noch ein Geschütz. Müssen wir auf jeden Fall achtsam vorgehen, uns vortasten. Und das ist ohne Schild. Das machen wir als erstes jetzt platt. Jawohl. So, das war doch gut. Sollen wir es riskieren? Den Behälter, ja. Apex-Sphäre, sehr gut. Jetzt sind wir zwar fast auf 3. Level 3. Adrenalinpegel. Oh, okay. Deswegen nach dem nächsten Hit auf die Fresse sollten wir die Apex-Sphäre benutzen. Erst noch das Geld einsammeln, was auf der Straße liegt. Ja, und dann die Parasiten entfernen. 2 Stück. Das war die Nummer 1. Jappa. Und die Nummer 2. Ja, Returnal, wir neigen uns ja hier langsam dem Ende dieses, auch dieses Let's Plays zu. Also es ist ja kein Let's Play mehr, es ist ja ein Let's Platin, wenn man genau ist. Ich habe es ja umgenannt und die Zählung der Folgen versioniert quasi. eigentlich wäre es Zeit, sowas wie ein Fazit zu ziehen. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht noch eine Resümee-Folge machen soll. Weil, aus Gründen, weil das ja, also weil ich das ja unfassbar stark finde, dieses ganze Spiel.
Werde dieses diese Playlist mit diesen Videos hier verfolgt hat, der wird es mitbekommen haben, dass ich großer Fan von diesem Spiel geworden bin. Und das, ich finde, es lohnt eigentlich nochmal eine genauere Betrachtung anzustellen. So, ich glaube, wir müssen nicht wieder weiter hoch, sondern können jetzt hier nicht ins nächste Areal, in die Abyssalnarbe vordringen. Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich da ein extra Resümee-Video. Muss ja gucken, ob mit oder ohne Spoiler. Weil... Ja, mit Spoiler auf jeden Fall. Sonst lohnt sich das nicht so richtig. Soll ja keine vernünftige, keine Review werden, sondern eine Betrachtung der Geschehnisse hier, der Geschichte. Und wie das Ludo-Narrativ hier verankert ist. Handfeuerwaffe, ja. Nehmen wir mal mit, weil wir gerade sonst eine zu große Entwicklungslücke haben mit... Jetzt mit 9 Levels drunter. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Ah, okay. Stimmt. Ist ja mit, gar nicht geguckt. Berstendes Feuer, Kurzlauf, erhöhter Schaden, weniger Präzision. Das in Kombi mit dem berstenden Feuer ist gar nicht verkehrt. Was da jetzt verkehrt wäre, wäre so aufgeladener Schuss. Geschosse können bei Aufprall zersplittern, bei Schrapnell 2. Das brauchen wir, sollten wir auf jeden Fall freischalten nach Möglichkeit. Mal gucken, ob es dazu kommt oder ob wir vorher schon noch eine Alternativwaffe finden. So, die kommen jetzt hier alle an. Werden die denn irgendwo geboren, wo wir ein Monster vorher kaputt machen müssen, oder... Ah, hier haben wir schon eine neue Waffe. Es ist eine Dreadbound. Ja, mit Explosivsplitter, Schutzraub, 4. Splitter. Präzise Zielen ist angesagt. Okay. Jetzt haben wir wieder viel Obolit. Das ist echt gut. Können wir gleich auf jeden Fall nochmal upgraden. Denn hier wird es ein bisschen härter, würde ich mal vermuten. Was die Angriffe der Gegnerschaft angeht. Und allein das hier, Leute, ey. Puh. Ich guck mal wieder ein bisschen genauer hin. Und husche nicht einfach nur durch. Ui, ah, schön blöd. Adrenalin zurückgesetzt, das heißt, wir können die Apex-Sphäre nutzen. Ja, shit. Leistungserhöhung deaktiviert, solange wir nicht 2 Behälter öffnen. Boah, miese Nummer. Okay, erstmal Adrenalinpegel 5. Wir sind aber wieder gesund, das ist schon mal gut. Und da spawnen die Gegner. Da kommen sie her. Es darf nur nicht... Die Projektile dürfen nur nicht ins offene Meer rausfliegen. So, sondern sollten dann auch treffen. Weil dann landen die wieder im Lauf. Das lief ja jetzt gut. Sehr gut. Hier haben wir einen schleimigen Kabelsucher. Behebt oder verhindert eine Fehlfunktion, löst sich dann ab. Ja, komm. Zack. Perfekt. Jetzt sind wir die blöde Fehlfunktion wieder los. Das ist nicht gut. Schädliche Truhe. Aber Obolit ist gut. Wobei, wie schädlich ist sie? Hochschädlich. Also zu schädlich für uns. Das brauchen wir auch. Da liegt jetzt noch eine Waffe. Hat der Gegner fallen lassen. Höhlensucher mit Sucherschwarm 3 und Zackengeschosse 3. Ein bisschen weniger Bonusschaden, aber neu anvisieren Portalfontäne. Ja. Wobei die Dreadbound, die wir gerade hatten, war auch nicht verkehrt. Also die fühlte sich sehr gut an, wenn man damit vernünftig zielt und trifft.
Könnten eine Silphium-Fiole herstellen. Ich würde es aber noch drauf verzichten. Hier war auch eine Chiffre mal gewesen. Genauso hier drin. Gucken wir mal, was da auf uns wartet. Es ist ein Parasit. Was tut der? Erhöht Reparatureffizienz, erhöht aber auch die Chance, schädliche Gegenstände zu finden. Nee, nee, nee. Ein bisschen bin ich da auf quasi Gegenstand Sauberkeit angewiesen. Aber guck mal. Wir können den Parasiten hier direkt zu Geld machen. Zu Obolit. Das ist doch eine Anwendungsmöglichkeit. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt durch dieses Spiel. Ich war schon immer relativ hartnäckig, wenn es irgendwie darum ging, Schwierigkeiten zu überwinden in Videospielen. Aber das war hier auf jeden Fall nochmal eine ganz eine andere Hausnummer, eine ganz eine eigene Liga. Ich habe mich nie übermäßig frustriert gefühlt, muss ich sagen. Da ist leider verschlossen. Wenn es nur um direkten Progress geht und man sich darauf einstellt in einem Spiel, dann ist das natürlich ein Faktor. Der Progress, der Fortschritt hier ist halt ein anderer, ne? Nee, Zackengeschosse 3 ist jetzt unser Mantra. Also man muss halt begreifen, dass der Progress hier einfach anders abläuft. Und mitunter so der erste Impuls sein kann, dass man nicht vorankommt. So. Jetzt erstmal hier konzentrieren. Wo ist die Heilung? Da ist die Heilung. Hohoho. Schön. Ja, da werden wir jetzt gleich auch reichlich Spaß mit haben. Sauber. Jetzt müssen die anderen noch schnell spawnen. Jawohl. Ah, Mist. So. Und Gegner Nummer 3. Wow. Sehr gut. Yes. Das lief sehr gut. Ich hätte es jetzt schlimmer erwartet nach mehreren Tagen Returnal-Pause. Aber bisher läuft es ja ganz gut, muss ich dann doch sagen. Schädlich, alles schädlich. Was ist das hier, ein Parasit? Gegner hinterlassen häufiger Bergungsgut, aber das Aufsammeln von Gegenständen bewirkt Schaden. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Kokolores. Das hingegen ist kein Kokolores. Jetzt liegt hier noch eine neue Waffe, aber ich bleibe auf jeden Fall bei der beim Höhlensucher. Zackengeschosse 3. Malerlauf 2 wäre aber auch mal eine Sache für den Spuckmaulblaster. Nee, nee. Noch mehr Harz. Perfekt. Perfekt. Was will dieser Abzweig? Töten. Er will nur töten. So, nicht mit mir. War's das? Ne, da kommen noch welche. Hast du noch Überbleibsel? Nein, da hinten ist ja noch ein Gebärmonster. Wenigstens das Obolit einsammeln. Hier ist noch eine Waffe. Elektropylontreiber. Vergrößerte Kammer 31%. Nee, wir bleiben hier. Auf jeden Fall bleiben wir hier. Da ist aber noch was. Wenn das auch ein Höhlensucher ist mit vergrößerte Kammer 3. Nee, ach Quatsch. Es ist ein thermogenischer Werfer mit Megarakete, kritischen Raketen, vergrößerter Kammer und Vertikalbarriere. Nö, möchte ich nicht. Aber da unten leuchtet was sehr lila. Es ist ein Äther. Ah, guck mal. Mit dem letzten Patch haben sie den Äther noch ein bisschen stärker eingefärbt auf der Minimap, damit man den deutlicher erkennen kann. Das ist cool. Das war sehr gut. Konnte man nämlich nicht immer auf der Map unterscheiden. Oh, hier ist noch so ein Turm. Diesmal mit einem Fabrikator.
50% Chance, bei Gegnern besseres Bergungsgut zu finden. Tiefe Stürze schaden dir. So sehr bin ich jetzt auf Bergungsgut nicht angewiesen. Gucken, was der Fabrikator macht. Er ist kaputt. Entsprechend brauchen wir den nicht so dringend. Oder das, was da rauskommt. Das möchte ich jetzt nicht eingehen, das Risiko. Denn 685 Euro auf dem Konto machen sich ganz gut. Gucken aber mal, was wir hier oben noch finden. Da ist nämlich was Grünes. Und das ist gerade erst runtergefallen. Nee, es ist auch ohnehin schädlich. Truhe noch. Dann können wir zurück. Karabiner mit hohes Kaliber, Egelmunition und kritischer Treffer. Das wär's dann hier. Da ist noch ein verschlossener Raum. Und da wir hier keine Schlüssel zu finden scheinen in diesem Biom, endet unsere Exkursion in den Abzweigraum an dieser Stelle. Okay. Da oben ist ja noch eine Truhe. Und da ist auch noch ein bisschen Obolit. Okay, das sah so ein bisschen aus wie so ein Falltürenraum, aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn hier. Hier gibt es ja keine Falltüren. Nur die Falttüren. Oh, und ein V-Drüsenlobber mit Schockstrom 3. Das wäre auch nicht uninteressant, aber wir machen die Zackengeschosse fertig. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ich weiß, wofür es gut ist. So. Oh. Boah. Gut, dass sich Gegner auch durch Geräusche andeuten. Gerade eben so gehört. Komm hoch. Yes. Wobei das schon echt minimal ist, die kurze Zeit, bevor die sich ankündigen. Nämlich schon. Oh! Sehr still teilweise. Da hinten irgendwo versteckt sich ein Gegner. Gut. Na. Da ist eine verschlossene Truhe, die interessiert mich nicht. Geh weg, jawohl. Jetzt nehmen wir das Harz und es wird auf jeden Fall noch ein bisschen besser hier. Na dann. Ah. War's das? Okay, guck mal, ein Parasitzerleger. Jetzt erstmal hier. Ah, verhältnismäßig easy, vor allem mit der Portalfontäne. Ah, das ist noch ein zweites. Oh, ein dritter Gegner. Vorsicht, jetzt nicht nachlässig werden. Gerade wo es so gut aussieht. Yes, und da drauf. Ah, Mist, Mist, Mist. Schade, schade. Schön blöd noch dadurch. Wieder mit dem letzten Angriff noch einen mitbekommen. Und den schön hohen Adrenalin-Level verloren. Wow, aber guckt euch das mal an. Unten links richtig viel Energie verloren dadurch. Das ist nicht gut. Deswegen gleich mal den Schadensauger benutzen, wenn wir nicht voll geheilt sind. Hier rausgehen. Ist es Silphium? Ja. Ah, Gegner hinterlassen eine Säurepfütze, solange wir nicht ein Artefakt aufsammeln. Ein Artefakt, okay. Aber wir sind ordentlich geheilt und haben jetzt noch eine höhere Anzug- und Versehrtheit. Sehr gut. Und ein Silphium macht uns noch fitter wieder. Das ist hier ganz schön vertrackt, die Areale richtig abzusuchen, weil die teilweise so ultra verwinkelt sind. Schutzerweiterung, das machen wir auf jeden Fall. Das finde ich gut.
Das wär's dann auch hier, oder? Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns nochmal an, was in den Bubbles zu sammeln ist. Bis auf ein bisschen Obolit kam jetzt noch nichts bei rum, ne? Nee. Naja, immerhin, also. Nicht undankbar werden hier. So, immerhin irgendwie 40, 50 Obolit. Okay, dann ist da oben schädliches Obolit. Das interessiert uns erstmal nicht. Aber da hinten haben wir noch grünes. Soll ich das mal mitnehmen, auch wenn es groß ist? Nee, ich lasse es hier. Oder? Na komm, nein. Wir kommen eh nicht zurück. Deswegen, gleich kommt irgendwo dieser Shop, wo es dann eine Etage tiefer geht und dann kommen wir eh nicht mehr hierhin zurück. Sondern müssen fortschreiten. So, hier müssen wir auf jeden Fall gucken. Nein, Leute, was tue ich denn? Ich wollte schön besonnen nach Chiffren schauen. Nix da. Bin blöd. Ach, guck mal aber. Kommen wir da noch hoch? Müssten wir. Guck mal, das ist so nah und wir. Also verhältnismäßig nah. Und da ist auch eine. Jawohl. Direkt. Ah, top. Letzte Chiffre fehlt noch. Hätte man es gar nicht in den Tod stürzen müssen. Und ein Datenwürfel. Spaltende Überladung. Bräuchten mal ein Artefakt für die Fehlfunktion. Parasit verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlfunktionen und verringert aber auch den Schutz um 10%. Das interessiert mich nicht so. Ja, haben wir Artefakte. Kompensationssphäre behebt sämtliche Fehlfunktionen und Unversehrtheit Kreislauf Fehlfunktion bzw. deren Reparatur erhöht die maximale Unversehrtheit. Was nehmen wir davon? Ich würde mal sagen, wir nehmen. Welchen Weg? Diesen hier. So viele Fehlfunktionen hatte ich jetzt nicht vor, noch einzusammeln. Entsprechend stehen wir wieder ganz gut da. Ah, Mist, ich Idiot. Eine hätten wir uns ja noch leisten können, eine Fehlfunktion. Dann hätte ich hier die Truhen aufmachen können. Ich lasse es jetzt aber. Wir haben hier vier Truhen stehen. Die sind potenziell vielleicht spannend, aber ich möchte dann doch drauf verzichten, da jetzt noch was einzuhandeln, was uns hier nicht voranbringt. Okay, cool. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon eine Chiffre finden. Wie sieht's da aus? Kann man da auch hin? Ja, ich probier's mal. Zur Not landen wir da unten. Oh, okay, wir landen unten. Ein Parasiten. Verursacht bei niedriger Unversehrtheit automatische Reparaturen. Das Aufsammeln von Gegenständen bewirkt Schaden. Nein. I don't like. Ist das das Einzige, wo man drauf kann? Aus von dem hier? Wo, wo kommen die denn alle her, ey? Ist irgendwo da hinten. Muss irgendeine Quelle sein. Da hoch? Ne, so hoch kann man nicht. Ja, blöd. Ich wollte. Naja. Egal. Wir haben die Chiffre gefunden. Das ist das Einzige, was zählt. Ah, Adrenalinpegel 2. 3. 1 und 2 sind mir so, glaube ich, die wichtigsten. Für. Das Fortkommen. Hier war auch eine Chiffre, wie wir sehen, da an der Wand. Silphium. Oh. Hey, mit dem Datenwürfel könnte man sogar überlegen, ob man nochmal sich den Boss nimmt, ne?
um dahinter. Warte mal, kommen wir von da? Ne, da müssen wir hin. Da unten ist ja noch was Grünes. Ist das auch wirklich grün? Lohnt es sich, da zurückzugehen? Ja, das lohnt. Großes Harz macht zwei Slots voll. Würde ich sagen, machen wir abhängig davon, wie wir uns bis dahin entwickelt haben, bis zum Boss. Okay. Hier ist es gut, den Standort auf jeden Fall mal zu wechseln. Wegen dieser Wellen. Auch mal ein bisschen höher wieder. Sich zu positionieren. Okay. Ja, die tauchen jetzt mittlerweile zu dritt auf. Immer zwei Kugeln und dieser Dickkopf da. Der sogenannte Dickkopf Quallerich. Jetzt erstmal platt machen, sonst haben wir es gleich hinter uns. Shit. Und zwar, oh, das war knapp. Oh, scheiße, Leute. Da oben ist ein grünes Symbol. Ich hoffe, es ist auch grün. Nein. Dann lass es wenigstens Silphium sein. Es ist Harz. Scheiße. Schadenssauger aktivieren. Aber warte mal, der ist nicht auf Zeit, sondern auf Hits, oder? Ja, bei zwei erlittenen Treffern. Ist Schluss. Nein, das traue ich mich jetzt nicht. Ich brauche erst eine Heilung. Ich brauche erst eine Heilung. Nicht Äther, sondern eine Heilung. Das war klar, dass genau jetzt dieses Ding hier kommt. Aber da links ist grün. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Passt. Puh, okay. Soll ich es weiter riskieren? Ich meine, der Gewinn ist ordentlich. Ja. Shit. Ah. Leute. Was tue ich denn? Ach. Alles für die Katz. Alles für die Katz hier. Ich bin genau da, wo ich war, als ich hier reingegangen bin. Nur hatte ich da einen höheren Adrenalinpegel. Ach. Okay, aber wir sind gleich am Hauptgebilde. Können uns da zumindest kurzzeitig schon mal wieder aufrichten. Also das wäre cool, wenn... Ah, Moment. Hätte, wente, könnte, dürfte... Wollen wir jetzt erstmal noch nicht von ausgehen, erstmal dahin gehen. Nein, es wäre cool auf jeden Fall in einem Run direkt jetzt hier... Ach, großes Silphium, sehr gut. Es ist nicht immer Harz, wie ich schon mal vermutet hatte. Jetzt lag hier das rettende große Silphium. Es wäre cool, in dem einen Run mal eben jetzt hier die Platin zu kriegen. Mit zwei Chiffren. Eine fehlt nur noch, Leute. Wir sind kurz davor. Wir könnten nochmal... Ne, können wir nicht. Lassen wir auch. So, jetzt haben wir aber ein bisschen was zur Auswahl hier. Silphium-Fiole, Anzugerweiterung, Unversehrtheit und hier ist Altfeuererweiterung. Ich nehme mal die große Fiole auf jeden Fall schon mal mit. Kleine vielleicht. Nee, das hier kommt dazu. Perfekt. So. Und dann können wir so ausgestattet
in den letzten kurzen Abschnitt runter. Jetzt wird erstmal wieder gekämpft. Das finde ich ja gut. Da ist das Grün, das den Gegner heilt. Und da ist es auch schon dahin. So, jetzt müssen wir aber drauf. Vor allem die Quallen produzierenden Dicken müssen wir finden. Ah, da oben ist er. Das ist er. Er schwebt da oben schon mit. Boah. Shit. Voll aufs Maul bekommen. Weil der mit den fetten Schlägen auch echt viel Energie wegnimmt. Aber jetzt habe ich ihn. Jawohl. War's das? Das war's hier. Gut. Das hier ist schädliches Silphium. Ich probiere es. Jawohl, Glück gehabt mal. Ich hatte irgendwie bisher das Gefühl, hier ist unter Wasser ist die Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktionen erhöht. So per se. Aber es ist wahrscheinlich nur subjektives Paranoia-Empfinden. Hier ist der Checkpoint. Sollen wir den einfach mal machen? Weil, ach, das lohnt nicht, das ist Quatsch. Lieber das Äther benutzen für den fürs Eintauschen gegen den Obolith. Da ist das, glaube ich, mehr wert. Bringt uns das mehr. So, auf dieser Balustrade hier gab es ja auch schon eine Chiffre. Ich glaube, die vorletzte oder so, die wir gefunden hatten. Okay. Aber dann sind wir hier fertig, weil eine zweite finden wir hier wahrscheinlich nicht. Jetzt liegt hier aber noch eine Waffe. Zackengeschosse. 3 ist bei 69%. Vollautomatisch 2. Wäre natürlich auch ein mega Upgrade. Aber wir machen die Zackengeschosse weiter. Das sieht aus wie zwei leuchtende Augen. Mega. Gut. Ich will achtsam bleiben wegen Gegnern. Aber da blüht uns gerade nichts. Da geht's schon zum Boss. Das lassen wir erstmal noch. Sondern wir gucken uns um. Was gibt es hier? Etwas Lilanes. Das ist ein schädliches Harz. Das interessiert uns gar nicht. Hier geht der Abzweig weiter. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal machen wir den Raum hier leer. Den clearen wir. Der Raum geklärt. Noch mehr Lilanes. Oh, das ist doof. Hier mein Silphium. Und? Ah, Schubabklingzeit erhöht, wenn wir nicht einen Gegenstand herstellen. Oh mein Gott, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwo einen Fabrikator. Ich hoffe, der kommt gleich. Baudrüsenlobber mit Portalfäule 2. Portalfäule ist gut. Aber die Zackengeschosse, Leute. Nicht beirren lassen. Gut, dann gehen wir hier weiter. Vielleicht finden wir hier sogar schon einen Fabrikator. Ne, finden wir noch nicht. Aber dafür reichhaltig Obolith, was uns dafür hilft, einen eventuellen Fabrikator überhaupt erst zu füttern. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nummer 4. Ja, das sieht ganz gut aus. 200 sollten wir schon mitbringen bis zum... Aha. Ja, das ist selten der Fall, dass hier Gegner spawnen. Und da ist auch noch einer. Versteckt sich da, oder?
Wo ist denn der? Da außerhalb dieser Struktur. Okay, das kann sein. Ja, Leute. Boah, die letzten Tage waren so hart. Also nicht nur Hitze, sondern ich bin auch noch allergisch. Entsprechend bin ich ein wenig, ich sage mal, gebeutelt. Geschleimbeutelt. Okay. Was kommt da? Ich schieße einfach mal da ins Blaue. Das ist nicht so gut gewesen. Ah, die Schubabklingzeit ist erhöht. Das ist gar nicht gut. Ich muss unbedingt erst die Großen da platt machen, die mit Schild, weil die immer neue Quallen hervorbringen. So, jetzt kann ich mich dem da widmen, dem Kopfonkel. Kopfonkel vernichtet, sehr gut. Es ist eine Ausrottungssphäre. Es führt zur Loslösung sämtlicher Parasiten. Dabei habe ich ja gar keinen Parasiten an mir. Aber das schädliche Silphium. Glück gehabt. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch zwei Äther liegen. Also schön, jetzt kann man direkt mit Blick auf die Minimap erkennen, wo Äther liegt und wo was anderes Lilanes ist. Sonst musste man immer erst hin. Es war nur ein ganz leichter Unterschied im Farbton zuvor. Jetzt geht's. Ja, ich finde es schön, dass sie das wirklich gut optimiert haben, Hausmark. Die haben da viel Zeit und Energie noch reingesteckt, die Patches rauszuhauen. Das macht alles Sinn. Das ist sehr cool. Jetzt haben wir einen Höhlensucher Level 27. Leider nicht mit Zackengeschosse 3, sondern mit Zackengeschosse 2. Sonst würde ich das aufnehmen. Hier liegt aber noch ein Spuckmaulblaster. Säurewolken 2. Auch interessant. Oder soll ich das nehmen? Nein, wir sind bei 90% Zackengeschosse. Jetzt 4 Gegner platt gemacht. Gucken, wie viel Prozent das gebracht hat. 5%, das heißt, wir sind gleich echt kurz vor Ende. Aber ich glaube auch, wir sind auch kurz vor Ende. Ah, Mist. Des Levels. So ist es. So ist es. Und wir haben immerhin eine Chiffre gefunden. Ist ja trotzdem die Frage, soll ich nicht den Datenwürfel noch kurz einsetzen gehen beim Gegner, beim Boss? Okay, warum spawnt hier? Doch, ich wollte schon sagen, klar kommen der Gegner. Dann machen wir eben noch Zackengeschosse 3 fertig, genau. Ist fertig. Zackengeschosse 3 ist fertig. Sauber, Leute. Okay, cool. Guter Fortschritt in dieser Folge. Nachdem es zuletzt ja wieder ein bisschen grindy gewirkt hat. Aber man wird belohnt. Das finde ich sehr gut. Ah, und den muss man nicht selbst triggern, sondern er lässt sich jetzt triggern. Das wurde auch gepatcht. Man muss einfach nur reingehen. Zackengeschosse 3, mega. Und jetzt ist der Schadenssauger deaktiviert worden, weil wir zweimal einen auf der Mappe gekriegt haben. Boah, selbst bei dem Schwergewicht hier hat der Zackengeschosse ordentlich was gemacht. Cool. Schadenssauger nochmal? Nee. Statt Parasitenzerleger, genau. Und hier. Ist jetzt kein Schlüssel mehr. Das haben die auch gepatcht, sondern noch ein Fabrikator. Das finde ich enorm gut. Wirklich gut. Schön gepatcht auch. Das Einzige, was mich jetzt stört bei dem letzten Patch, ist, dass sie den Adrenalinegel genervt haben. Der war auch aber tatsächlich auch echt sehr mächtig. Und dafür ist das dann zu unbalanciert.
sondern das war halt immer ein Jackpot und eine Garantie dafür, dass man weit vorankommen konnte. Nö, Leute, ich guck mal kurz nach. Wir sind, glaube ich, jetzt fast eine Stunde dran, deswegen sollten wir die Folge an dieser Stelle beenden. 50 Minuten, das passt doch perfekt. Was wir aber schon mal tun, was wir noch tun, diese Folge, wir gehen noch kurz bis vor den Boss. Ach nein, das machen wir auch in der nächsten. Ja, liebe Leute, danke fürs Zusehen an dieser Stelle schon mal. Es freut mich, wenn ihr nach wie vor Spaß habt, hier zuzusehen. Und ihr seht, wir kommen auch langsam voran und dem Ende ein bisschen näher. In diesem Sinne hoffe ich, ihr bleibt dem Spiel gewogen und der ganzen Nummer hier. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.